Guten Abend, es ist schon wieder Freitag. Unglaublich, wie schnell die Woche rumgeht. Und das ist der Freitagsdax. Wir haben 17:32 Uhr. Zwei Dinge vorab. Das eine ist, es ist mir aufgefallen, ab und zu sagt einer komisch, mein Kommentar ist gelöscht bei YouTube. Ich lösche gar nichts. Das Einzige, was ich lösche, ist, wenn einer unhöflich ist. Aber das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und das zweite sind diese Krypto-Geschichten. Ja, danke für den tollen Beitrag, bla bla bla, Krypto links und rechts. Sobald ich es sehe, schmeiße ich es raus. Das ist das Einzige, was ich lösche. Und dann, ich mache am 13.04. ein Wunschkonzert. Das mache ich mit Active Trades. Jetzt aber so, ich werde am Mittwoch nächste Woche fliege ich zu meiner Nichte nach Sevilla für die Cervezas Pequeñas. Und ich hoffe, dass ich noch einen Film reinkriege, vielleicht Dienstag. Aber definitiv nicht am Freitag nächste Woche. Und deswegen stelle ich diesen Link für das Wunschkonzert jetzt hier schon bei YouTube unten drunter rein. Bitte schreibt mir nicht eure Wunschaktien auf Facebook, auf YouTube oder per E-Mail, weil ich werde nicht dazu Zeit haben, das alles zu sichten. Meldet euch an, wenn ihr Interesse habt. Schmeißt da 2, 3, 4, 5 Aktien rein. Ich nehme die 10, 12, die am meisten gewählt wurden. Ja, aber verzichtet bitte auf die Nennung hier auf Facebook. Und das ist am 13.04. Ich meine, es wäre um 18 Uhr. Und das wird auch garantiert aufgezeichnet. Und ich versuche ihn dann, tja, Dienstag in einer Woche nochmal reinzustellen, den Link. Und vielleicht schaffe ich das ja auch noch nächste Woche auch nochmal einen Film zu machen. So, und jetzt gehen wir zum DAX. Das war jetzt heute also der schlappste Tag, den wir hatten seit, ich weiß nicht, wie vielen Monaten. Ich glaube, das war irgendwo hier so im November, wo wir so einen schwachen Tag haben. Schwach im Sinne von schwacher Handelsamplitude. Das ist umso erstaunlicher, dass wir einen Monatsanfang haben oder auch einen Quartalsanfang. Also da hätte ich mir schon mehr erwartet, dass da mehr passiert. Aber ist nicht. Ich hole den Freund mal ein bisschen näher ran. Grundsätzlich habe ich hier nach wie vor die Fibos von dem All-Time-High runter bis zu dem Low von der Ukraine. Und das war schon eine linke Nummer am Dienstag. Ja? Drüber und schließen leicht drunter. Unter der Fibo-Marke, beziehungsweise unter dieser 14.815. Das ist hier diese gedashte Linie, heißt es. Und die soll blau sein. Alles war schon, der war heftig. Der war ja fast 15.000 hoch. Dann haben wir am nächsten Tag, da hat den Film gemacht, am Dienstag haben wir drauf aufgesetzt, auf dieses Kästchen hier. Und ich habe gesagt, der hat durchaus die Möglichkeit, das als Sprungbrett zu benutzen. Aber das war nur ganz kurz und dann verließen sie ihn wieder. Jetzt handeln wir mit diesem Doji ziemlich genau an der 10-Tage-Linie. Dieser Doji ist zwar nett, dass einer ist, aber der interessiert mich hier nicht. Dojis interessieren mich, wenn sie in Extrembereichen sind. Hier oben oder hier unten irgendwo, dann interessiert mich das eher. Der ist mittendrin. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Was mir jetzt zu dem Kästchen weiter auffällt, ist, dass, ja, wir haben also hier den Widerstand. Ich mache mal hier das Fadenkreuz rein. Das ist bei 14.553, 55 ungefähr. Und wir haben jetzt die Unterstützung immer noch hier unten beim Low von diesem Tag. Das war die 14.109. Und ziemlich genau da liegt jetzt auch die 20-Tage-Linie. Also, ich habe hier mehrere Punkte, die wichtig sind. Einmal die 14.815, dann die 14.555 und dann die Verbindung aus 20-Tage-Linie, die wird am Montag ein bisschen höher sein, und dem Low bei 14.109. Sollte das hier unten nicht reichen, kommt, habe ich den Filing gemacht, das Gap dazu vom 15.03. bei 13.917. Wir sind also wieder voll in diese Flagge reingelaufen. Das ist grundsätzlich nicht positiv. Aber wir sind auch negativ über das MACD. Da ist jetzt momentan gar nichts Positives mehr zu sehen. Das ist eher nach unten gerichtet und der Oszillator auch. Also ich sehe jetzt hier momentan nicht, was den Markt von der technischen Sicht her hochbringen soll, außer halt irgendwelchen guten Neuigkeiten. Die Bänder gehen weiter zusammen, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir uns nach wie vor zwischen dieser Linie hier, zwischen dem Gap, also und dem Gap und dem 38er Retracement, so bei 13.900 bis zu 14.815 da bewegen sollten. Breit aber echt, aber halt eine Seitwärtsrange. Ich meine, erst dann einen Ausbruch zu erkennen, wenn wir wirklich hier schon mal deutlich drüber sind, über der 14.900 und da schließen. Aber soweit ist es noch nicht.
Ich gehe also hier auch jetzt ohne Position ins Wochenende. Ich habe einfach Mangelware an Signalen. Das muss man dann auch mal sagen. Was mir nach wie vor sehr gut gefällt, das sind die Banken. Commerzbank oder eine Banco Santander oder die Deutsche Bank. Ja, das ist alles Unicredit. Das gefällt mir eigentlich alles recht gut. Nach wie vor gefallen mir auch die Bayer. Da habe ich heute Morgen Film zugemacht. Aber ansonsten tue ich mich hier momentan auch mit den Einzelwerten schwer. Das ist dann mal eine Momententscheidung für die nächsten 3, 4, 5 Stunden. Aber so über den Tag hinaus habe ich jetzt hier wirklich nichts Prickelndes, was ich unbedingt empfehlen muss. Ich habe folgende Scheine. Und die sind auch recht konservativ. Der eine, der Call, ist der 14.004er. Da sind wir also ein bisschen unter der 20-Tage-Linie. Das ist die GK29WL, Waltraud Ludwig. Und als Put habe ich den 15.082er, da sind wir hinter der 200-Tage-Linie, GK0XPJ. Der Put würde mich interessieren, wenn wir wirklich hier runtergehen unter das 38er Retracement. Und der Call, der interessiert mich über der 14.850. Die sind relativ weit weg, die haben für meine Verhältnisse einen sehr kleinen Hebel, aber nach wie vor, es reicht eine Nachricht über das Laufband und schon haben wir hier wieder 200-300 Punkte. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Tja, dann wünsche ich euch mal ein ganz tolles Wochenende. Und wie gesagt, ich lege jetzt den Link unten drunter. Der bleibt natürlich auch dann stehen und dann könnt ihr euch da anmelden und wünscht euch ein paar Aktien. Und ich denke mal, dass ich zwischen 10 und 12 Aktien schaffe in dieser 1 Stunde, die angelegt ist. In diesem Sinne, alles Gute, Baba.